Die neue Woche beginnt mit ganz anderen Vorzeichen, als die letzte endete. Einschneidende Vorschriften müssen beachtet werden. Die Bewegungsfreiheit ist weitgehend eingeschränkt. Unsere Themen für Sie. Stecker rein. Erzgebirge setzt Zeichen mit Schwibbögen. Grenzkontrollen verschärft. Tschechien verfügt neue Vorschriften. Und Regierung hilft. Interview mit Martin Dulich zu Wirtschaftshilfen. Glück auf! Seit Montagmorgen 0 Uhr dürfen die Sachsen nicht mehr ohne triftigen Grund aus dem Haus. Das hat der Freistaat Sachsen am Sonntag in einer neuen Allgemeinverfügung bestimmt. Damit geht die Landesregierung weiter, als in der Schalte der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin verabredet wurde. Wer ohne triftigen Grund seine häusliche Unterkunft verlässt, müsse demnach mit einer Strafverfolgung rechnen. Zur Begründung heißt es in der Verfügung: Da derzeit weder eine Impfung noch eine spezifische Therapie zur Verfügung stehen, müssen alle Maßnahmen ergriffen werden, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verzögern. Nur durch eine schnell wirksame Verlangsamung des Infektionsgeschehens kann erreicht werden, dass das Gesundheitssystem funktionsfähig bleibt. Wie die Regelungen kontrolliert werden sollen, blieb weitgehend offen, denn eine Reihe von Ausnahmen lässt das Papier zu. Welche das sind, haben wir auf rztv.de und bei Facebook zusammengestellt. Außerdem erfahren Sie alles dazu auf www.coronavirus.sachsen.de im Internet. Und jetzt weitere Nachrichten aus der Region. Stecker rein, Zeitschaltuhr gestellt und schon leuchtet er wieder. Einmal mehr sind die Erzgebirger in diesem Jahr quasi auf den Buden aufgeklettert, um die Schwibbögen wieder herunterzuholen. Denn das Erzgebirge will ein Zeichen setzen, das weithin sichtbar ist. Schon viele haben sich angeschlossen und ihre Weihnachtsbögen wieder in die Fenster gestellt oder die großen Exemplare draußen wieder angeknipst. Die Erzgebirger setzen damit ein Zeichen der Hoffnung. Das Licht ist ein Zeichen der Solidarität, vor allen Dingen mit den Pflegekräften, die im Moment ganz Deutschland aufrechterhalten. Die Lkw-Fahrer, alle, die arbeiten rund um die Uhr. Und der Marc Schmidt aus Annaberg hat es geteilt im Facebook, dass wir doch alle heute, ab heute Abend, unsere Schwibbögen anmachen sollen. Und da sind wir natürlich dabei, um den Kampf gegen Corona anzusagen. So leuchtet die Hoffnung auf eine baldige Besserung der Lage hinaus in die weite Welt. Auch bei Angelique Fleischer in Frohnau. Deren Lichterbogen macht Hoffnung in ihrer Region. Mit einer klaren Message. Weil jeder leistet seinen Beitrag für die Gesellschaft, ob er Pfleger oder Feuerwehrmann ist oder ob er eine Gastwirtschaft hat. Also ich glaube, dass es schon alle Menschen gerade betrifft. Ne? Und die Jugendlichen, ja, die lernen jetzt, glaube ich, gerade was. Und zwar ganz anständig. Mhm. Ne? Dass es halt nicht nur im Leben immer schön ist und Friede, Freude, Eierkuchen, sondern dass es auch Situationen gibt, wie die jetzt zum Beispiel, die halt mal anstrengend ist für eine Zeit. Und ich hoffe, dass wir das alle schnell und ohne großen Schaden überstehen. Wie heißt es doch so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Bis wieder Normalität eingezogen ist, wird es aber noch eine ganze Weile dauern. Zeit, in der alle angespannt sind. Aber ihr macht alle einen super Job. Ihr ganzen Leute da draußen, die arbeiten für uns alle. Und wir wünschen euch viel Kraft und haltet durch und bleibt alle gesund. Und dem kann man sich nur anschließen. Etwa 2800 sächsische Betriebe haben diese Woche aufgrund der aktuellen Lage Kurzarbeit angezeigt. Das ist das Ergebnis eines Monitorings der Bundesagentur für Arbeit. Die Voraussetzungen müssten nun für jeden Betrieb individuell geprüft werden. Vergangenes Jahr hatten insgesamt 899 Betriebe Kurzarbeit angezeigt. Doch allein die Anzeigen bilden noch nicht den tatsächlichen Arbeitsausfall ab, weil sie zunächst vorsorglich gestellt werden, unabhängig, ob und in welchem Umfang der Arbeitsausfall stattfindet.
Die Nachfrage nach Kurzarbeit ist in allen Bundesländern hoch, besonders stark in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Und sie kommt aus nahezu allen Branchen, überwiegend aber aus Transport und Logistik, Hotel- und Gaststättengewerbe, Messebau und Tourismus. Viele betroffene Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Betriebe, sind das erste Mal überhaupt mit Kurzarbeit konfrontiert und hatten entsprechend viele Fragen. Die Mitarbeiter der Arbeitsagenturen setzten in dieser schwierigen Zeit aber alles daran, Antragstellung und Antragsbearbeitung so zügig wie möglich abzuwickeln, hieß es aus der Landesarbeitsagentur. Kurzarbeitergeld kann telefonisch über die bundesweite Arbeitgeberhotline beantragt werden und auch über das Online-Service-Angebot e-Service. Darüber hinaus wurden in dieser Woche zusätzliche Hotlines eingerichtet, um den verstärkten Anrufaufkommen gerecht zu werden. Unterdessen hat die sächsische Landesregierung Soforthilfen beschlossen. Dazu sehen Sie ein ausführliches Interview mit Wirtschaftsminister Martin Dulich noch in dieser Sendung. Tschechien verschärft seine Grenzkontrollen weiter und rüstet auf. Pendler durften wenige Grenzen für ihre Arbeitswege benutzen. Dafür reichte eine einfache Bescheinigung des Arbeitgebers aus. Diese wurde jedoch ziemlich oft missbraucht, heißt es von beiden Seiten der Grenze. Tschechen waren nach Deutschland gefahren, um einfach mal einzukaufen. Jetzt müssen sie jedoch ein Ausweisbuch für grenzüberschreitende Arbeitskräfte vorlegen. Das Formular kann im Internet heruntergeladen werden, wie das Innenministerium in Prag bekannt gab. Bei eisiger Kälte kam Samstagnacht ein großer Container am Grenzübergang in Oberwiesenthal an. Nach einer Intervention des Landrates Frank Vogel wurde dieser Übergang zusätzlich für Pendler eingerichtet. Tschechien stellt sich mit dem Errichten des Containers offenbar auf längere Grenzkontrollen ein. Tschechien kann monatelang die Grenzen dicht machen. Epidemiologe Roman Prymula sagte im tschechischen Fernsehsender Prima, Ausländer dürften dann ausreisen, aber nicht wieder einreisen. Nach dieser Einschätzung kann das über Monate so andauern. Die Ausnahmen gelten im Moment noch für grenznahe Berufspendler, die in Sachsen, Bayern oder Österreich arbeiten. Hamacek plant auch, die Ausnahmen für Grenzpendler einzuschränken, weil es durch die Pendelei Ansteckungen gegeben habe. Eine Entscheidung falle in dieser Woche. Unterdessen bestätigte CDU-Bundestagsabgeordneter Alexander Kraus, dass nach Angaben des tschechischen Coronavirus-Krisenstabes die Grenze mindestens ein halbes Jahr geschlossen bleiben soll. Kriminalisten des Polizeireviers Annaberg konnten bezüglich des Brandes in einer ehemaligen Schwimmhalle vom Montag der vergangenen Woche zwei Tatverdächtige ermitteln. Kinder und Jugendliche hatten sich bereits in der Vergangenheit unberechtigt in dem ungenutzten Gebäude aufgehalten. Dabei war es bereits zu kleineren Kokeleien gekommen. Nach den bisherigen Ermittlungen hatten zwei Jungen, 12 und 13 Jahre alt, am Montag abermals in dem Gebäude gezündelt. Dabei war Unrat in Brand geraten, was zu einem Feuerwehreinsatz geführt hatte. Mitten in Aue an der Nikolai-Passage steht derzeit ein Sanitätszelt. Hier sollen, so die Ärzte, Abstriche des Rachenraums vorgenommen werden, wenn bei Patienten ein Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus besteht. Damit sollen die Patienten geschützt werden, die wegen anderer Erkrankungen zum Arzt gehen müssen. Eine Übertragung des Virus auf Patienten ohne Infektion soll damit verhindert werden. Wir von ERZTV sind aber auch angetreten, ein bisschen zu unterhalten und zumindest ein paar Bilder von draußen in Ihre Wohnstuben zu bringen. Das werden wir in den nächsten Tagen immer wieder tun. Mit kleinen Entdeckungsreisen und in dieser Woche auch mit ein paar Sprüchen, die anregen sollen. Zunächst aber geht's ans Schieferloch mit meinem Kollegen Gerald Nözel. Befindet man sich auf dem Wanderpfad Historische Schieferbrüche am Landschaftsdreieck Zwönitz, Affalter und Lößnitz, kommt man unweigerlich auch am Schieferloch am Trockenwerk vorbei. Am sogenannten Schneiderloch. Heute ist dieser alte Schieferbruch mit der Bezeichnung 1005-113 ein Pachtgewässer des Angelverbandes Südsachsen-Mulde-Elster e.V.
Angler können hier also mit der nötigen Berechtigung dieses allgemeine Angelgewässer befischen und dabei dem Fischbesatz wie Karpfen, Plötze, Hecht und Aal nachstellen. Die Wasserfläche ist mit rund 0,4 Hektar nicht sonderlich groß, aber die landschaftliche Lage macht dieses Gewässer zum Anziehungspunkt für Sportfischer. Und wo man heute seinem Hobby frönen kann, wurde früher jahrhundertelang phyllitischer Tonschiefer abgebaut. Der erlangte als Dachschiefer große Bedeutung. Im 19. Jahrhundert war das Schieferbrechen eines der wichtigsten Broterwerbe dieser Gegend. Heute sind die stillgelegten Schieferbrüche mit ihren ausgedehnten Halden ein wichtiger Lebensraum für Tiere und stellen wichtige Biotope dar. Bei Abbauarbeiten des Schiefers wurden in den gebrochenen Gesteinsschichten Graptolithen gefunden. Das sind versteinerte Leitfossilien aus längst vergangenen Tagen. Einst bildeten diese wirbellosen Tiere große Kolonien. Anhand dieser Funde geht man davon aus, dass diese erdgeschichtliche Formation im Silur entstand. Die Ablagerung entstand also vor 400 Millionen Jahren aus Meeresablagerungen. Diese Ablagerungen wurden immer und immer wieder mit Gestein bedeckt und gerieten so unter hohen Druck. Später wurde diese Schicht von Kräften aus dem Erdinneren emporgehoben und durch Erosion freigelegt, bis einige findige Leute den Wert des Gesteins entdeckten und an dieser Stelle begannen, den Schiefer zu brechen. Also, wer hier seiner Angelleidenschaft nachgeht, befindet sich auf historischem Boden mit Millionen Jahre alter Geschichte. Sprüche aus aller Welt. Bitter fürwahr ist ungerechter Tadel im Munde derer, die wir lieben. Aus Russland. Es kommt alles an den Tag, was unterm Schnee verborgen lag. Aus Schweden. Zurück aber in die Realität. Viele Verkaufsstellen sind geschlossen. Gaststätten dürfen nur noch liefern oder zum Abholen anbieten. Betriebe gehen in Kurzarbeit. Die aktuelle Krise verlangt allen eine Menge ab. Die sächsische Landesregierung verfolgt neben der Bundesregierung dabei das Ziel, dass kein gesundes Unternehmen quasi vor die Hunde gehen darf. Nicht die Großen, nicht die Kleinen und schon gar nicht die Freiberufler oder Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmer. Darüber hat mein Kollege René Falkner mit dem sächsischen Wirtschaftsminister Martin Dulich gesprochen. Jetzt live zugeschaltet per Skype ist Martin Dulich als Wirtschaftsminister von Sachsen. Wir wissen zurzeit aktuell, dass ein Kreditprogramm seit ein paar Tagen bekannt ist für kleinere Unternehmen. Was gibt es denn neben dem Kreditprogramm sonst noch für Programme, die der Freistaat plant? Erstmal ein Hallo übrigens. Ja, hallo erst einmal. Ich würde ungern jetzt über ein Kreditprogramm reden, weil viele Unternehmer wissen, was ein Kredit bedeutet und denken, weil ich kann mir nicht noch die nächste Last auflegen. Wir haben ganz bewusst einen anderen Weg gewählt. Und deshalb dieses Programm Sachsen hilft sofort, ist zwar ein Darlehensprogramm, ist aber so gestaltet, dass es gerade für die kleinen Unternehmen, auch für die Solo-Selbstständigen, für die Freiberufler gelten soll und eben eine Art Zuschuss sogar sein kann. Denn wir wollen dieses Darlehen auf 10 Jahre strecken. Das ist zinslos und für die ersten 3 Jahre tilgungsfrei. Und uns ist bewusst, dass zum Beispiel bestimmte Freiberufler oder Unternehmen, die im Dienstleistungsgewerbe tätig sind oder wo auch immer, nicht Geschäfte nur nachholen können, die ihnen jetzt verloren gehen. Andere können das vielleicht, aber es gibt Bereiche, die können es einfach nicht. Und auch die, sagen wir, für die ist besonders wichtig zu wissen, dass wenn sie jetzt ein Darlehen bei uns aufnehmen, bei der Sächsischen Aufbaubank, dass nach 3 Jahren alle Möglichkeiten geprüft werden, ob überhaupt man in der Lage ist, auch das zurückzuzahlen. Also ob man das nochmal stundet oder eben, wenn die Voraussetzungen da sind, es sogar erlässt. Wir wollen vor allem eben genau jetzt denen, die hier Sicherheit geben, die jetzt erst einmal schnell Geld brauchen, um die täglichen Kosten zu überbrücken,
weil wir müssen natürlich auch sehen, was in den nächsten Wochen und Monaten auch alles so auf uns zukommt. Von daher ist es nicht ein Investitionsprogramm oder Ähnliches, das wird man später mal diskutieren müssen. Jetzt geht es erstmal darum, schnell und konkret zu helfen, damit eben gerade die kleinen mittelständischen Unternehmen wissen, sie können sich auf uns verlassen und können erstmal an Geld kommen. Stichwort schnell und ganz schnell. Wie schnell geht es denn eigentlich? Wie sind die Kapazitäten? Man muss ja, also ich stelle mir vor, dass es da gar keine Kapazitäten in diesem Maße gibt, wie es jetzt möglicherweise ganz schnell Bedarf gibt. Wie haben Sie das gelöst? Wir wissen zwar noch nicht, wie die Krise sich weiterentwickelt und welche Konsequenzen die Krise alles so mit sich bringt, aber dass wir erfahren sind, wie man mit Krisen umgeht, das hat ja die Geschichte bewiesen. Wir haben nun einige Krisen und Katastrophen in Sachsen und das hat gerade der Freistaat Sachsen ja bewiesen, dass er sehr schnell arbeiten konnte und flexibel reagieren konnte. Und diese Erfahrung hilft uns natürlich jetzt auch. Wir haben jetzt innerhalb von einer Woche diese neue Förderrichtlinie auf den Weg gebracht, parallel mit der Sächsischen Aufbaubank. Das Programm designt, das Antragsverfahren designt, die Beschlüsse in der Regierung gefasst. Der Finanzminister hat das Geld angewiesen, sodass wir sofort starten können. Also innerhalb von einer Woche alles organisiert, sodass wir nächste Woche ab Montag über die Sächsische Aufbaubank in der Lage sind, dieses Programm umzusetzen. Und natürlich kommt es jetzt ein bisschen darauf an, wie viele Leute das in Anspruch nehmen wollen. Wir gehen schon von einem höheren Ansturm aus. Die SAB ist schon darauf vorbereitet und hat die Prioritäten auch klar dahin gelegt, dass auch der Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür jetzt zur Verfügung steht, um das Ziel zu erreichen, sogar innerhalb von 48 Stunden solche Entscheidungen dann mitzutreffen. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie viel tatsächlich diesen Antrag stellen. Ich gehe auch davon aus, dass es am Anfang eine gewisse Überlast geben wird und ich bitte von Anfang an auch gleich um Geduld und Verständnis. Denken Sie immer dran, an der anderen Leitung sitzt auch ein Mensch und alle tun das Menschenmögliche und viele sogar das Unmögliche, um zu helfen. Es wird also jetzt von allen auch viel Geduld benötigt werden, um das zu schaffen. Aber die Strukturen und die Voraussetzungen sind zumindest so organisiert, dass es auch innerhalb von schneller Zeit, 48 Stunden, Entscheidungen geben kann. Die Stadt Dresden, da habe ich vorhin gelesen, will für Kleinstkreative 1.000 Euro ausschütten, ne? Warum gibt es da in Sachsen so einen Flickenteppich? Warum kann man das nicht zentral insgesamt für alle Gebiete machen oder für ganz Sachsen machen? Warum gibt es dann wiederum in einer Stadt so eine Lösung und in einer anderen Stadt so eine Lösung? Ne, Sachsen hat eine zentrale Lösung mit unserem Programm. Das gilt für ganz Sachsen, egal ob man in Dresden, Leipzig oder in Brunner wohnt. Das ist völlig egal, ob Stadt oder Land. Wenn jetzt einzelne Städte noch einzelne Programme machen, ist das ja ihre Entscheidung. Und da geht es ja vor allem darum, dass sie auch schauen, wer da besondere Unterstützung benötigt. Das Darlehen, was wir geben, ist ein sogenanntes Nachrangdarlehen. Dort geht es eher darum, wenn zum Beispiel Bundesprogramme oder Europaprogramme besser geeignet sind, dann sollten erstmal Bundesprogramme genutzt werden. Ich finde es richtig und gut, wenn eben auch Städte sich überlegen, wie sie ihren Unternehmen und vor allem den Kleinen helfen, hat aber erstmal mit dem großen Programmansatz von Sachsen und dem Bund nichts zu tun, sondern es sind sinnvolle Ergänzungen. Ein anderes Mittel ist ja das Kurzarbeitergeld. Gibt es da von Ihrer Seite schon Erkenntnisse, wie viel das abgerufen würde und was man sich ja als Unternehmer auch fragt? Wenn jetzt eine Riesenwelle kommt an Kurzarbeitergeld, kann die Agentur für Arbeit eigentlich jeden Antrag, sofern er berechtigt ist, muss man natürlich auch klar dazu sagen, auch auszahlen oder gibt es dann später mal ein böses Erwachen? Also ich bin erstmal froh und dankbar, dass wir in Deutschland eine Kurzarbeiterregelung haben. Wir sind das einzige Land in Europa, was ein derart wichtiges sozialpolitisches und arbeitsmarktpolitisches Instrumentarium hat. Weil es hilft uns schlichtweg, dass Menschen in Arbeit bleiben, also beziehungsweise ihren Arbeitsvertrag erhalten und nicht, weil es dem Unternehmen nicht gut geht, entlassen werden müssen. Und die 60% Lohnfortzahlung ist erstmal ein vernünftiger Sockel, wobei wir darauf achten müssen, dass natürlich auch viele, die gerade in den Bereichen arbeiten, die gerade so um Mindestlohn herum nur verdienen, für die dann 60% eine ganz harte Nuss ist. Deshalb hoffen wir erstens, dass natürlich das nur für einen Übergang ist, also dass die Zeit, die Nutzungsdauer des Kurzarbeitergeldes relativ übersichtlich ist und dass der Bund, wenn er aufstockt, genau diese Lohngruppen vor allem in den Blick nimmt. Aber generell ist diese Kurzarbeiterregelung eine fantastische Sache und bin da auch froh, dass Hubertus Heil diese Regelung jetzt nochmal so flexibilisiert hat, dass bereits Unternehmen, wo 10% der Beschäftigten in Mitleidenschaft gezogen werden, vom Kurzarbeitergeld profitieren können. Auch die Entscheidung ist innerhalb von einer Woche umgesetzt worden. Auch da alle Achtung, das geht, also von daher gut.
Wir sind im engen Gespräch mit der Bundesanstalt für Arbeit, um immer auch zu schauen, wie die Prozesse dort laufen. Herr Hansen ist für uns einer der wichtigsten Partner hier in Sachsen. Herr Hansen ist der Chef der Agentur hier in Sachsen. Und er hat alle Systeme so umgestellt, dass sie eben auch jetzt online laufen können, weil wir müssen auch davon ausgehen, dass vielleicht in den nächsten Tagen nicht mehr alle physisch erreicht werden können, weil wir eben auch alle angehalten sind, die soziale Distanz zu wahren. Das bedeutet eben auch, dass Behörden auf ihre Verfahren umstellen sollen und nicht mehr auf den direkten Kundenkontakt im Büro eingehen sollen. Die BA ist darauf eingestellt, aber auch hier gilt das Gleiche wie bei der Sächsischen Aufbaubank. Es kann natürlich sein, dass wenn in einer kurzen Zeit eine große Masse an Anfragen kommt, dass es dann eine Weile dauert, ehe man dann durchkommt. Aber die Bedingungen selber, für wer Kurzarbeitergeld bekommt und wer nicht, die sind erstmal klar geregelt, sodass auch jeder einen Rechtsanspruch hat, wenn er denn genehmigt wird oder anerkannt wird. Aber zurzeit läuft das alles noch so, dass man sieht, wir haben es im Griff. Ja, wenn man etwas Positives aus dieser Krise ziehen will, kann es sein, dass diese Krise auch einen Schub für die Digitalisierung in Sachsen bringt? Ich würde mich sehr freuen, wenn wir tatsächlich mal über die Konsequenzen dieser Krise diskutieren. Und das muss mehr sein als nur die Frage der Digitalisierung. Ich glaube, wir werden uns auch immer andere grundsätzliche Fragen stellen müssen, nämlich inwieweit die Globalisierung andere Spielregeln benötigt. Man sieht doch auch die Abhängigkeiten, die wir jetzt zum Beispiel von China haben und wo dann zum Beispiel unsere gesamte Automobilindustrie auf einmal nicht mehr arbeiten kann, weil die Lieferketten zusammenbrechen. Oder was ich noch viel, viel schlimmer finde, wenn wir bestimmte Medikamente nicht mehr haben, weil die Grundstoffe in China hergestellt werden. Solche Abhängigkeiten, die Globalisierung uns gebracht hat, weil man immer nur billig produzieren wollte, fallen uns natürlich jetzt damit auf die Füße. Und von daher denke ich schon oder sehe da schon eine große Chance drin, dass diese Krise uns auch zum grundsätzlichen Nachdenken und Überdenken bringt, im Kleinen wie im Großen. Im Kleinen, was tun wir hier, um zum Beispiel eine moderne digitale Infrastruktur zu haben, die eben zum Beispiel in solchen Krisen auch arbeitsfähig ist und auch hilft, dass wir sozusagen auch ein modernes Land sind, und die großen Fragen, wie nachhaltig wir wirtschaften, mit welcher Verantwortung und welcher sozialen Verantwortung wir wirtschaften. Also von daher hoffe ich, dass wir auch aus dieser Krise lernen. Ich frage Sie jetzt ein bisschen mehr als SPD-Politiker als als Wirtschaftsminister. Wäre es nicht dadurch eine Möglichkeit, jetzt das Bürgergeld einzuführen, zumindest vielleicht für eine Zeit von 6 Monaten, wo ja einige Leute nachfragen? Also wer jetzt wirklich das Bürgergeld einführen wollte, müsste jetzt schon mal mindestens 6 Monate warten, ehe man überhaupt die rechtlichen Grundlagen haben. Jetzt geht es erstmal um Hilfe, 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 indem man auch konkret im Rahmen der Möglichkeiten schnelle Unterstützung gibt. Ich bin Sozialdemokrat und bin deshalb jemand, der vor allem sich darum kümmert, wie auch die Arbeit der Zukunft aussieht. Ich gebe nicht auf meine politische Grundhaltung, dass es darum geht, dass Menschen über ihre Arbeit leben können, dass es auch Arbeit ist auch Selbstwertgefühl, das ist mehr als nur Lebensunterhalt. Und das setzt sich nicht aufs Spiel, weil unser gesamtes System auch darauf aufgebaut ist, unser Steuersystem, unser Sozialabgabensystem, dass unsere Arbeit funktioniert. Und von daher werde ich meine ganze Kraft darin einsetzen, dass wir jetzt durch diese Krise gut kommen und dass die Arbeit der Zukunft eben auch gestaltet werden kann. Bei allem Verständnis für so manche Vorstellungen, die Leute haben, gibt uns eine Grundsicherung. Ich setze auf ein anderes Modell, das heißt vernünftige Arbeit, gute Arbeit, vernünftige Bezahlung. Noch eine allerletzte Frage, und zwar geht es mir um die Schließung von Einzelhandelsgeschäften. Ich möchte ein konkretes Beispiel sagen. Ein Fahrradhändler kann zum Beispiel jetzt ja aktuell keine Fahrräder verkaufen, während sie in großen Großmärkten wie Real, wie ich sag mal alle Namen, wie Globus und so weiter und so, die können Fahrräder verkaufen. Führt das nicht eher dazu, dass sich der kleine Einzelhandel, der sächsische Unternehmer, der jetzt wirklich ein eigenes Ladengeschäft hat, bestimmte Produkte nicht verkaufen kann, während man in den Großmärkten von Kleidung über Fahrräder, über Computer eigentlich alles gerade kaufen kann? Ist das nicht ein bisschen ungerecht, gerade den kleinen Unternehmen gegenüber? Auch wenn das natürlich ganz klar ist, dass es natürlich eine Notlage ist, aber ich habe das Gefühl, es führt zu einer bisschen Ballung von Einkaufskräften da. Also zurzeit geht es nicht um Gerechtigkeit. Zurzeit geht es um Überlebensfragen, weil man muss, glaube ich, nochmal einschätzen, warum solche harten Maßnahmen getroffen werden.
wenn wir diese Ansteigen der großen Infektionswerte nicht dämmen, werden wir an die Grenzen unseres Gesundheitssystems kommen. Wir haben noch keinen Impfstoff gegen oder keine Mittel und Impfstoff gegen Corona. Und wir können nicht zulassen, dass dann vor allem auch Ältere oder Menschen, die gesundheitlich beeinträchtigt sind, dann nicht mehr vernünftig medizinisch versorgt werden können und wir, wie in Italien, eine große Anzahl von Todesfällen haben. Und darum geht es. Das müssen, glaube ich, alle auch jetzt erst nochmal verstehen, dass es hier um grundlegende Fragen geht, die wir hier gerade miteinander besprechen. Denn diese Maßnahmen, die wir getroffen haben, die trifft nun wahrlich keiner gern. Und dafür bekommt man auch keinen Beifall. Wir müssen alle Formen, wo Menschen zu nah aufeinander kommen, einengen, eindämmen, um diese soziale Distanz zu wahren. Auf der anderen Seite müssen Menschen auch essen, müssen sich ernähren. Deshalb haben wir Lebensmittelmärkte zugelassen und den Einzelhandel, wo es um Lebensmittel geht, auch. Aber andere Geschäfte, die eben nicht dringend notwendige Lebensmittel im übertragenen Sinne wie Kleidung, Technik und so weiter verkaufen, werden geschlossen. Ja, das mag vielleicht jetzt im ersten Moment eine Bevorteilung von denen sein, die auch andere Angebote haben. Aber wir mussten zu solchen Maßnahmen greifen. Und ich kann nur wirklich weiterhin an die Menschen in Sachsen appellieren, auch ihr Kaufverhalten vernünftig zu gestalten. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir vernünftig durch diese Zeit kommen, gut durch diese Zeit kommen. Die Versorgungslage ist auch gesichert. Und ich hoffe nur, dass auch alle ihrer Verantwortung gerecht werden, auch in Zukunft mit dazu beizutragen, die Härten, die es jetzt gibt, abzufedern, im Einzelhandel einzukaufen, die Buchhandlung nicht zu vergessen, zu überlegen, wie man auch Kunst und Kultur auch dann wieder unterstützt und vielleicht stärker unterstützt, weil die Einnahmeausfälle, die es jetzt gibt, werden nicht mehr kompensiert. Alles solche Sachen hat auch mit unserem eigenen Verhalten, mit unserem eigenen Tun zu tun. Und ich hoffe, dass wir dort wirklich verantwortungsvoll und vernünftig umgehen und dass wir, wenn die Menschen auch vernünftiger sind, nicht zu drastischeren Mitteln greifen müssen, um eben tatsächlich diese notwendigen Schritte gehen, diese Infektionsherde einzudämmen. Wie schützen Sie sich privat? Wie hat bei Ihnen das Leben? Was hat das für Auswirkungen gerade? Es hat massive Auswirkungen und deshalb, weil schon allein mein 83-jähriger Vater mit im Haus wohnt. Da macht man sich auf einmal ganz andere Gedanken, weil man sieht, wie nah es auf einmal sein kann. Man kann sich eben nicht zurücklehnen und sagen, man gehört ja nicht zur Risikogruppe. Bin sehr froh, dass meine Kinder sehr verantwortungsvoll auch mit dieser Situation umgehen, dass sie zu Hause sind, dass sie ihr eigenes Umfeld so gestaltet haben, dass sie vieles online machen. Jetzt habe ich den Vorteil, dass ich nicht in der großen Stadt wohne, sondern auf dem Lande, dass wenn man mal vor die Türe geht, trotzdem die soziale Distanz zu anderen gewahrt werden kann. Also unsere Familie konnte sich bisher ganz gut darauf einstellen. Das sehe ich auch bei vielen, vielen anderen. Das Problem sind ja nicht die vielen, die vernünftig agieren, sondern die 10-20%, die unvernünftig sind und die uns dann eben zu Maßnahmen zwingen, die halt wirklich nicht angenehm sind. Herr Dudig, vielen Dank für Ihre Zeit, für das Gespräch. Ich weiß, Sie haben viel zu tun und ich wünsche Ihnen trotz allem ein nicht ganz so stressiges Wochenende. Danke, Ihnen auch. Danke. Soweit unsere Informationen am Montag. Gerne sind wir auch morgen wieder für Sie da. Viele Informationen finden Sie auch auf rztv.de und auf unserer Facebook-Seite. Und wenn Sie möchten, schicken Sie uns doch mal ein Bild, wie Sie sich in dieser Ausnahmesituation zu Hause eingerichtet haben. Vielleicht auch ein paar Worte dazu. Würde uns freuen. In diesem Sinne, bleiben Sie stark und gesund. Glück auf!